Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind wieder in Diablo und ich hoffe, dass der uns jetzt hier richtig hingestellt hat. Ich sehe schon unser Ziel oben, weil ich musste mich drückt ja jetzt natürlich hierzu. Zwischendurch mal wir müssen ausloggen. Die Blutung stoppen. Hatten ich wir das nicht schon mal? Ich habe wohl im Alter nachgelassen, was, Deckard? Nein. Hey, da seid ihr. Habt ihr den Zauberer getötet? Nicht reden. Der Sturm lässt nach. Wir bringen euch hier weg. Oh, zu schade. Ich hab meinen erwischt, nur zu spät. Der Teufel hat mir in den Rücken gestochen. Aufgespießt wie eine Stachelratte. So kann's gehen. Was, Deckard? Ei. So kann es gehen. Sie werden kommen. Ich nehme das verborgene Auge. Wir brauchen einen sicheren Ort, um es zu untersuchen, um es gegen sie zu verwenden. Wir treffen uns in der Wüstenkapelle. Los! Ja, ich habe doch gesagt, dass wir das schon mal gehabt haben. Warum mich das Spiel jetzt zurückgesetzt hat, ich habe keine Ahnung, ob die da irgendeinen Fehler hatten. Können wir noch irgendwas nehmen hier, bevor ich mit dem rede? Nee, anscheinend nicht. Ich habe Neuigkeiten über Elias. Habt ihr ihn getötet? Mehr als einmal sogar. Er bleibt nur leider nie tot. Er ist mächtiger, als ich dachte. Ich habe ihn unterschätzt. Ich auch. Aber zumindest konnten wir ihm etwas Wichtiges entreißen. Das verborgene Auge. Ich glaube, damit konnte er aus der Ferne mit Lilith kommunizieren. Ein mächtiges Stück Magie. Und gefährlich. Vielleicht können wir es zu unserem Vorteil nutzen. Gebt mir etwas Zeit, es zu studieren. Die großen Übel formten sich neu. Die Hölle war im Anmarsch. Aber Elias war die Antwort auf niemandes Gebet. Will man über jemanden urteilen, sollte man ihn an seinen Taten messen, nicht an seinen Worten. Ganz einfach. Elias predigte davon, die Welt zu retten, während er auf einem Berg von Leichen stand. Und dann war da die Wanderin. All das, was Elias nicht war. Befleckt von Liliths Blut und doch in der Lage, ihrer Verderbnis zu widerstehen. Dies konnte ich an ihren Taten erkennen. Und dies war der Moment, an dem ich wirklich zu glauben anfing, dass wir das Böse gemeinsam aufhalten könnten. Seinem Kult muss es grausam gewesen sein. Nicht grausamer als der Rest von Sanctuarius Schattenseite. Ja, viel hatten wir ja offensichtlich dann nicht mehr, um die Quest abzuschließen. Ah, schließ Akt 3 ab. Ah, sehr schön. Das heißt, wir kommen jetzt zu Akt 4. Mit Lorat können wir auch nochmal sprechen. Es tut mir leid, dass wir Mesif nicht retten konnten. Er hat Besseres verdient. Verdammt, ich bin daran schuld. Nein, das ist nicht richtig. Er selber ist schuld daran. Im Gegensatz zu Elias glaubt die Kathedrale, dass die Prophezeiung von Inarius spricht. Wenn denn mein Controller dahin gehen möchte? Natürlich. Ihr gesamter Glaube hängt daran. Inarius ist der Speer, der das Herz des Hasses durchschlagen wird. Die Ritter der Reue sind die erstarkten Schwachen. Prava ist die Mutter, die ein neues Zeitalter aus der Asche formen wird. Sie haben einen Weg gefunden, jeden Teil auf sich zu beziehen.
Woher stammt das verborgene Auge? Dieses Relikt stammt aus einer Zeit, als die Welt noch jung war. Viele Jahre lang wurde es von einem Jägerinnenorden namens Schwestern des verborgenen Auges bewacht. Ich weiß nicht, wie sie es verloren haben, aber die Schwestern sollen nicht mehr so stark sein wie einst. Ihr Wissen wurde an andere weitergegeben. Doch die meisten Jägerinnen, die man heutzutage antrifft, sind keine wahren Mitglieder des Ordens. Dann hat er sich ja quasi selber die Antwort gegeben. Fühlt ihr euch besser, Taisa? Ich kann Andariels Geflüster meist aussperren, aber nicht immer. Besser ein Flüstern, als dass sie die Welt erneut beschreitet. Andariel ist Teil des Plans von Lilith und Elias. Aber wie? Was wissen wir bisher? Lilith ging einen Pakt mit Astaroth ein. Ein Dämon, der ihrem Vater diente. Interessante Wahl eines Verbündeten. Und sie hat einen Schlüssel zur Hölle. Dort wird sie als Verräterin angesehen. Warum sollte sie also hingehen? Und ist sie bereits dort? Wir brauchen Antworten. Genau. Elias hat das verborgene Auge benutzt, um mit Lilith zu sprechen. Vielleicht kann es uns helfen. Bringt es bitte her. Es ist riskant, doch uns bleibt keine Wahl. Wenn ihr bereit seid, stellt euch Lilith vor und blickt in das Auge. Die Essenz meines Vaters formt sich neu. Woher wisst ihr das? Ich spüre es, als würden sich tausende alte Wunden öffnen. Er ist noch schwach, verletzlich. Ich muss schnell handeln, bevor er sich widersetzt. Saugt seine Kraft in euch auf. Die anderen Fürsten werden... Was ist passiert? Sie sah mich. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Verfolgung aufnimmt. Nicht unbedingt. Wie meint ihr das? Mephisto formt sich neu. Lilith will sich seine Kräfte einverleiben, solange er noch geschwächt ist. Darauf habt ihr euch also vorbereitet? Gut, alter Mann. Denk nach. Denk nach! Wenn sie sich Mephistos Macht aneignet, wird sie selbst zum großen Übel werden. Dann kann sie die Hölle erobern. Und Sanctuario ebenfalls. Ich habe eine Idee, wie man sie aufhalten kann. Aber damit das funktioniert, brauchen wir die Hilfe eines alten Verbündeten. Überbringt Donan diese Nachricht. Er wird in Kiovaschat Rat gesucht haben. Ja, gut, dass jetzt Texte drin gestanden haben, weil die Musik war jetzt zumindest in den Kopfhörern so laut, obwohl die ja ausgeschaltet ist. Das ist manchmal echt nervig. Kann man mit ihr reden, ohne dass man hier das Gedudel hat? Könnte es Sanctorio helfen, wenn Lilith Mephisto in sich aufnimmt? Es wäre ein herber Schlag gegen die Hölle, so viel ist sicher. Aber wäre das wirklich zu unserem Vorteil, wie sie behauptet? All ihr Handeln ist von Hass getrieben. Das liegt in ihrer Natur und das wird sie nie ändern können.
Ihr sagt also, Ihre Pläne würden über den Schutz der Menschheit hinausgehen? Ich sage, dass man das unmöglich wissen kann. Sie kann in unsere Herzen sehen und sagen, was wir hören wollen. Ihr habt das bei Donan, Elias und den anderen gesehen. Ihr zu vertrauen würde bedeuten, das Schicksal der Menschheit aufs Spiel zu setzen. Ein solches Risiko gehe ich nicht ein. Was habt ihr in dem Brief geschrieben? Der Beginn eines Plans, um Lilith aufzuhalten. Eines ist sicher, wir brauchen einen Seelenstein. Und das heißt, wir brauchen Donan. Wenn ihr den Brief überbringt, wird er es verstehen. Okay. Was wisst ihr über Andariel? Mehr als mir lieb ist. Ihr Schmerz ist vorzeitlich, unaussprechlich. Sie war einst Teil von etwas Größerem. Sie will nicht, dass ich darüber nachdenke. Was nicht heißt, dass du es nicht tun kannst. So, dann schauen wir mal eben, wo ist denn die Quest? Ich sehe hier gar nichts. Ach, da. Das ist das Gebiet da oben jetzt schon wieder. Ach, das war das mit der Nebenquest. Okay, nein, bleib stehen. So, dann reisen wir mal nach da rüber. Ich würde gerne rüberreisen. Ich darf mal wieder nicht. Mein Controller möchte nicht. So, wie viel... Och, wir haben noch gar nicht viel drin, sehe ich gerade. Beine... Na gut, da sind aber zwei Aspekte drin. Und das ist die Halskette. Naja, das würde ich ungerne... Moment, wir können aber die Kugeln hier mal eben reintun, wenn wir sowieso schon mal hier neben ankommen. Also Kugeln, ne? Die Edelsteine. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Die anderen Sachen, ja. Ich weiß nicht, ob ich die aufbewahren soll oder verwerten soll. Ich lasse erstmal drin. Ich hoffe jetzt nicht, dass drei Teile so wahnsinnig viel ausmachen. Ach so, da fällt mir allerdings ein... Tränke. Die sind hier unten, oder? Alchemist. Hatte ich das schon auf 25 gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir gehen noch mal kurz dahin. Wirkt überhaupt nicht bedrohlich, hier mit so einem Golem und den ganzen Pipapo rumzulaufen. So, Hallöchen. Ach so, es war 20, nicht 25. Okay, das nächste ist dann bei 30. Na gut, okay. Dann können wir das leider nicht mehr machen. Dann gehen wir mal direkt nach oben. Gerade mal überlegen, ob wir noch irgendwas anderes hatten, was wir noch machen konnten, aber... hallo? Geht's noch? Was war denn das gerade? Bin ich mal ebenso wieder ein paar Meter zurückgepackt. Kein Thema. So. Kathedrale. Ja, interessiert mich doch nicht. Ich will doch zur Kathedrale. Ich will nicht das Portal benutzen. Nach allem. Einfach übergangen. Ich habe einen Brief für euch, Donan. Ich hoffe zur Abwechslung mal gute Neuigkeiten. Das ist von Lorat. Wunderbar. Lilith. In die Hölle. Was? Ist das sein Ernst? Was steht da? Er hat es euch nicht gesagt? Nein, natürlich nicht. Das würde ein gewisses Maß an Rücksicht erfordern. Er ist in unsere Geheimschrift verfasst. Er hat einen Plan geschickt.
falls man das so nennen kann. Er will Lilith mit meinem Seelenstein einsperren, der, in dem auch Astaroth gefangen war. Kann das funktionieren? Auf keinen Fall. Der Stein muss zuerst eingestimmt werden. Und dafür benötigt man einen Experten. Lorath hält euch für diesen Experten. Dann ist er noch ein größerer Narr, als ich dachte. Geht zum horadrischen Gewölbe, ja? Ich suche euch zusammen, was er braucht. Ihr könnt es überbringen. Und dann lässt er mich vielleicht in Ruhe. Moment. Hat Lorath euch sein Pferd für diese Reise angeboten? Nein? Wartet. Wie komme ich darauf? Natürlich nicht. Oh, bitte. Ich bin ein alter Freund des Stallmeisters der Stadt. Sagt ihm, ich hätte euch geschickt. Dann gibt er euch ein Ross. Ja, bitte. Seid ihr gekommen, um Inarius zu sehen? Als ob es etwas gebracht hätte. Nach Skosglen hoffte ich, er hätte etwas für mich. Vergebung, Führung, irgendetwas. Er sprach von der Prophezeiung, von seiner Kampagne gegen Lilith. Ich bot meine Hilfe an, aber er sagte nur, was nützt einem General ein gebrochener Soldat? Stand in dem Brief etwas, das euch entzürnt hat? Es geht nicht darum, was darin stand, sondern was nicht darin stand. Er hatte nicht einmal den Anstand zu erwähnen. Ach, ist jetzt auch egal. Ja, er ist vom Berg herabgestiegen, doch er ist immer noch derselbe Mann, der er vor dem Aufstieg war. Ja, es passiert halt kein Wunder auf dem Berg, ne? Das ist irgendwie logisch. Ja, dann gehen wir mal ganz schnell zum Stall und schauen mal. Wo ist denn der Stall überhaupt? Moment. Ach, man kann hier wieder keine Details sehen. Jetzt. Stall. Hier ist gar kein Stall. Och, wollt ihr mich denn veräppeln? Jetzt muss ich nur wegen dem blöden Stall in eine andere Stadt, oder was? Nee, da. Ah, ich wollte schon sagen. So. Also, einmal da runter. Nein, ich hab's ja gewusst. Komm her, mein Stallmeister. Ich krieg endlich ein Reittier. Hallöchen. Ich bin mit Donen befreundet. Er sagte, ihr könntet mir endlich ein Pferd geben. Donen, ein wahrlich guter Mann. Ein Verfechter des Glaubens. Nicht wie der alte Kauz, mit dem ihr vorher unterwegs wart. Wie hieß er noch gleich? Lorfam? Morat? Ach, auch egal. Ich weiß, dass Donen jüngst schwere Zeiten erlebt hat. Also, helfe ich gern aus, wo immer ich kann. Nehmt eines meiner Rösser. Gratis. Das ist nett, alter Mann. Vielen Dank. Es ist nur sehr schade, dass das jetzt erst passiert. Reittiere können bei einem Stallmeister erworben oder in Sanctuario gefunden werden. Wie gefunden werden? Liegen die einfach so auf der Straße? Ich meine, ja, da lagen öfter mal welche auf der Straße, aber die sahen etwas lediert aus. Sobald ihr ein Reittier habt, ist es für alle Charaktere eures Accounts verfügbar. Das ist sehr schön und auch normal irgendwie bei jedem Spiel. Sobald ihr ein Reittier habt, könnt ihr es mit rechte Taste drücken. Das sollte ich mir mal kurz... Nee, das habe ich mir sogar schon aufgeschrieben. Okay, also rechte Taste. Okay. Bestätigt auf eurem Reittier für... Nee, bestätigt auf eurem Reittier RT für einen Geschwindigkeitsschub. Betätigt. Ach, was lese ich denn heute? Oh, es ist zu früh am Morgen. Der die Gegner passieren lässt. Wie der die Gegner passieren lässt. Hallo? Euer Reittier kann Angst bekommen, wenn es zu viele Monster in der Nähe sind. Wenn die Leiste vollständig gefüllt ist, werdet ihr abgeworfen. Was ist das für eine Scheiße? Hallo? Das habe ich ja noch nie gehabt. Also wenn mich was trifft und ich werde dann abgeworfen... Dann verstehe ich das ja noch.
Das ist ja bei Teso auch so. Wenn man 2 oder 3 Mal getroffen wird, wird man abgeworfen. Aber das Angst hat, was ist denn das für ein Blödsinn? Ihr könnt das aufgerufene Reittier auswählen und seine Ausrüstung beim Stallmeister anpassen. Okay. Hat aber gut XP gegeben jetzt hier, ne? Ruft euer Reittier. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Beim Wort des Vaters. Ich hatte doch so ein schönes Reittier eigentlich bekommen. Ach so, halt, stopp. Das sind die, die man kaufen muss. Die will ich natürlich nicht. Reittierrüstungen, so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Die beiden haben wir doch... Das habe ich doch im Aussehen anwenden. Ja, meine ich doch. Ja, nehme ich lieber einen Schlachtross oder nehme ich lieber... Kannst du auch mal... Hallo? Also, ich glaube, ich muss echt mal den Controller wechseln hier mit dem Stick. Der geht mir echt auf die Nerven. Also, nehmen wir ein Möchtegern-Einhorn oder nehmen wir ein Schlachtross? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet von den beiden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Die Qual der Wahl. Also, den finde ich ziemlich hässlich, aber ich finde das Horn ziemlich cool. Ich hätte das Horn gerne hier drauf. Deswegen, wieso steht da eigentlich ein weißes Pferd? Wieso steht bei beiden weißes Pferd? Moment. Hä? Stabiler Sattel. Ja, kostet nur über 1 Million. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ganz ehrlich. Welches habe ich denn jetzt? Ich kann hier 2 kaufen. Ich habe aber keine Ahnung, welches ich habe. Ich hole mal eben mein Pferd raus. Also das ist okay. Das ist so komisch von der Farbe her. Gut. Schalte den Zugang zu Tieren frei. Herausforderung anzeigen. Ah, das war das Falsche. das war das Richtige, aber ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, wie ich auf die Herausforderung genau komme. Moment, hier drauf und da drauf. Ich habe schon herausgefunden, aber... Ach so, das ist jetzt kürzlich abgeschlossen, oder was? Heldentaten, offene Welt. Worunter finde ich das denn? Ich habe keine Ahnung. Herausforderung. Belohnung. Nur die Belohnung kann ich nicht abholen. Naja gut, ist ja auch egal. Was ich aber noch machen wollte, ist mal kurz bei den Fähigkeiten gucken. Wir haben einen Punkt. Erhöht Schaden und Leben eures Golems. Genau, das wollte ich auf jeden Fall machen, dass ich da noch einen Punkt insgesamt reinsetze. Und da müssen wir mal eben gucken. Ich wollte dann von Akt 4 die Quest verfolgen, die natürlich wieder am A-Punkt der Welt ist. Am Anus, um es so zu sagen. Das heißt, ich werde dann auf jeden Fall schon mal hier unten hinreisen. Ich bin gerade am gucken, was war denn das hier? Der verdunkelte Weg. Ach so, gut. Ich werde dann hier unten hinreisen. Sag aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, weil ich mich jetzt hier verabschiede. Und wir werden dann die Quest in der nächsten Folge anschauen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.